Hey Leute, herzlich willkommen zur zweiten Talking Head Sendung hier auf Ravioli. Ich bin immer noch unterwegs in meinem Brumm Brumm Töff Töff und wollte einfach nur mal loswerden. Es ist Diablo 2 erschienen! Resurrected, wisst ihr, oder? Mist. Achtung, Trigger-Thema, ganz schlimm. Aber ich liebe Diablo 2. Ich habe Diablo 3 versucht zu lieben. Und es hat mich so abgeturnt. Und ich habe es in den Wald geschossen, bevor es gut gepatcht wurde. Es soll ja auch wohl ein gutes Spiel sein. Ich leugne auch nicht, dass Diablo 3 existiert. Aber gottverdammt nochmal, liebe ich Diablo 2. Und jetzt hat Blizzard das Resurrected wiederbelebt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben gar nicht so viel gemacht. Sie haben die Videos überarbeitet. Sie haben die ganze Grafik auf 16:9 aufgeblasen und hohe Auflösung. Und wenn ich das richtig sehe, sind auch 3D-Modelle drin. Und das Ganze halt wieder als Augenschmeichler für die moderne Generation gemacht. Man kann es mit Gamepad spielen. Bin ich jetzt kein Fan von. Aber gibt es genug Leute, die das auf Konsole lieben von Teil 3. Und das kann man auch mit Gamepad jetzt zocken. Alternativ auch am PC. Kannst mit Gamepad spielen und wenn du mausintensive Tasks hast, dann machst du die mit der Maus. Funktioniert. Sehr, sehr geil. So, viele kreiden dem Spiel jetzt an, dass es ja sonst nichts Neues macht. Und ich finde, das braucht es nicht. Für mich braucht es das nicht. Also, Diablo 2 Resurrected ist halt ein Action-Rollenspiel. Wer das nicht kennt, der alten Schule, das ist eigentlich das... Also, es gab nach Diablo 1... was dieses Genre quasi begründet hat, das, naja, leicht mit Story angehauchten, im modernen, also begründet nicht, weil Roguelikes gab es vorher schon. Rogue nannte sich, glaube ich, das erste, was quasi dieses Spielprinzip war. Aber der modernen Grafikzeit, als man auch gesehen hat, dass das jetzt ein Skelett sein soll und dass das jetzt ein Gegner sein soll und dass das jetzt dein Held sein soll und dass da der jetzt was anderes in der Hand hat als vorher, also nicht einfach nur Atari-Pixel, sondern halt schon ordentliche 2D-Grafik, 640 x 480 Pixel damals, komplett von der CD gestreamt, Diablo 1, legendär, großartig. Es gab kein gutes Diablo-like-Spiel vor Teil 2 noch. Es gab Darkstone oder so, was ganz nett war, aber es gab es einfach nicht. Und Diablo 2 hat die Messlatte einfach sonst wo hingeschossen. Es war unglaublich gut. Und deswegen bin ich als Hardcore-Fan von dem Spiel, bin ich heilfroh, dass sie das Resurrected, das ist eigentlich wie ein Oldtimer, den du zur Aufbereitung gegeben hast. Wo du einfach mal gesagt hast, ich nehme jetzt 250 Euro in der Hand, gib das dem Fachmann und er soll mir das Auto wieder blitzeblank machen. Der Chrom soll wieder glänzen wie die Sau. Das ist eigentlich der Chrom oder das Chrom? Rolling on Chrome. Ich weiß es nicht. Chromeo. Sehr, gut, sehr coole Mucke übrigens, aus Dirt 3, Chromeo, don't turn the lights on, because I like to see you in the dark. Ne, wie ging das? Don't turn the lights on, because tonight I want to see you in the dark. Genau so. Wegen Dirt 3 auf dieses Lied gekommen. Was mich natürlich zu Twitch bringen könnte mit DMCA, was mich darüber aufregt. Aber wenn die Musikindustrie halt keine Musik mehr verkaufen will, okay, dann lass das bleiben. Das Radio wird ja regeln, natürlich. Anyways, ich schweife ab. Sie haben es einmal zur Aufbereitung, einmal schön aufpoliert. Das heißt, es ist wieder, es war nie hübsch. Diablo 2 war damals schon nicht hübsch. Diablo 2 hatte damals mit 3 FX-Grafikkarten einigermaßen nette Lichteffekte, wo man schon manchmal so sagen konnte, wow, das sieht cool aus. Es gibt so 2-3 große Areale, die cool aussehen. Ja, hier die Kammer von Duriel, das Plateau, wo du gegen Diablo kämpfst, zum Beispiel. Die sehen halt cool aus, die sahen damals cool aus. Aber sonst war das Spiel halt schon immer, naja, das Originalspiel hatte dann auch 640x480 Auflösung im Jahr 2000 mit dem Add-on Lord of Destruction, worauf jetzt Diablo 2 Resurrected auch basiert, was 2001 rauskam, kam dann die Auflösung 800x600 Pixel hinzu und eine größere Truhe und das Spiel, wie wir es jetzt kennen und lieben, weil ich glaube, Classic, weiß nicht, hey, wenn du Classic-Spieler bist, also Diablo 2 Hauptspiel-Fan bist, das heißt, das Spiel ist nach dem 4. Akt, nachdem du Diablo umgenutzt hast, zu Ende. Ich will es wissen. Sag mir, was dich daran reizt. Möchte es wissen. Gibt es da grafierende Unterschiede, ohne dass ich es jetzt alles ergoogeln muss? Das würde mich interessieren, wenn es die Leute da draußen gibt. Weil ich muss sagen, das normale Hauptspiel selber war sauschwer. Mit Lord of Destruction wurde es einfacher.
Und es ist trotzdem super schwer. Ich habe es noch nie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad für mich beendet gehabt, was mich sehr erwurmt. Und jetzt bin ich umso glücklicher, dass dieses HD Remake, es ist kein Remake, es ist HD Aufpolierung, dass die jetzt da ist. Auch wenn sie mit 40 Euro eigentlich 10 Euro zu teuer ist. Aber es ist okay. Ganz ab von Firmenpolitik. Ich finde, es ist okay für mich. Für mich persönlich als Fan ist es okay, nach fast 20 Jahren nochmal 40 Euro in die Hand zu nehmen, um das Spiel jetzt einer breiteren Masse präsentieren zu können, in dem Zeitalter, wo Livestreaming angesagt ist und wo es vielleicht jüngere Leute gibt, die halt auch natürlich interessiert sind. Hey, das ist das Spiel von Diablo 3. Interessant. Worum geht's denn da? Lasst euch sagen, es ist ein komplett anderes Spiel. Diablo 3 ist wesentlich einsteigerfreundlicher und wesentlich simpler. Und Diablo 2 ist ein ganz anderes Brett. Und ich liebe es dafür. Sie haben sinnvolle Änderungen gemacht. Nichtsdestotrotz, auch wenn sie noch mehr hätten natürlich machen können, wo ich auch nicht direkt losgemeckert hätte, aber sie haben sinnvolle Änderungen gemacht. Die Truhe ist viel größer. Die Truhe, wo du dein Zeug aufbewahrst, ist riesig. Und sie hat extra Slots, wo du geteilte Slots hast. Das heißt, du hast nochmal 3 Reiter voll, wo du Gegenstände reinpacken kannst, die dann deine anderen Charaktere, die du hast, da rausholen können. Super gut. Sehr, sehr gut. Das ist die gravierendste Änderung. Oder? Ja, ich meine ja. Also neben ein paar Kleinigkeiten noch, ein paar Kinkerlätzchen. Ansonsten ist es halt echt, wenn du das Monty hat denn jetzt gestreamt, Diablo 2 Resurrected, weil er auch ein Diablo 2 Fan ist. Der streamt ja sonst gar keine Games, aber das hat er gestreamt. Als ich auf dem Handyscreen geguckt habe, das Spiel sieht halt 1:1 so aus wie das frühere. Auch wenn man in dem Spiel umschalten kann auf die klassische Sicht, ich muss es noch selber für mich nochmal sehen, das war aber ein vages Überholmanöver, mein lieber Chef. Muss es für mich selber nochmal sehen, aber ich schwöre, das Original ruckelt nicht so. Das Original ruckelt nicht so wie das Original, was du jetzt in Resurrected dir angucken kannst. Weil ernsthaft will das ja keiner spielen. Das hat mich total gewundert. Ich habe es dann auch schon mal live gestreamt. Es ist kein tolles Streamspiel, weil ich glaube, viele lassen sich parallel nur berieseln. Also über Gott und die Welt dann parallel zu quatschen ist schwierig. Vielleicht aber, ich habe es gestern noch mal mit Magic Amp und dem Schmerz gespielt. Vielleicht können wir das ja noch mal mit einer größeren Gruppe, wo wir dann halt auch einfach selber eine Interaktion zwischen uns haben, dann einfach noch mal den Stream anschmeißen, wenn ihr einschalten wollt, dann schaltet ihr ein, schaut ihr zu. Mit mehreren Leuten gleichzeitig entfaltet es auf jeden Fall noch mal ein größeres Potenzial und man kommt einfach schneller voran, weil es fallen mehr Gegenstände und du bekommst schneller Erfahrung. Du musst nicht komplett die Areale upgrinden, um die Erfahrung zu bekommen, die du vielleicht dann für das nächste Areal schon bräuchtest. Also das ist auf jeden Fall sinnig, das mit mehreren Leuten zu spielen. So zu dritt, zu viert, das ist schon geil. Macht schon Bock. Also wenn man Kumpels hat, kann ich euch das nur empfehlen. Ich liebe es dafür, so wie es ist. Ich finde es toll, ich finde es gut interpretiert. Und ich bin einer, der sich eigentlich mit solchen Remakes, mit HD, immer schwierig tut. Aber aus den Gründen, dass es jetzt nochmal der Zielgruppe zugänglich gemacht wird, auch wenn es eine Cash-Cow ist, sehe ich ein. Aber ich bin Fan von dem Spiel, also kann ich es auch feiern. Linux, hier, Linus Tech Tips hat es gestreamt und der hat es damals nicht gespielt. Der hat nicht Resurrected gestreamt, sondern der hat aus Trotz, weil das Resurrected ja so teuer ist und nur das ist, was es ist, hat er das Original gestreamt. Zusammen mit seinem Best Buddy da zusammen, dessen Namen mir gerade entfallen ist, der es mal durchgespielt hat. Vor 20 Jahren, aber nie das Add-on gespielt hat. Das heißt, die beiden waren super planlos und haben einfach das Original gespielt. Und das hat mich traurig gemacht und darum habe ich selber auch nochmal gestreamt. Das Resurrected dann halt. Diablo 2 Resurrected. Was haltet ihr davon? Ich finde es cool. Mir gefällt es. Ich finde es toll mit der Möglichkeit, das jetzt auf modernen Systemen ohne Endglide zu installieren und eventuell noch ein extra Patch. Und dann halt doch nur 800x600 Auflösung zu haben mit irgendwie Laggy Maus dabei oder so. Es läuft ganz gut. Es läuft ganz gut. Ich habe es auch nach unserer Retro-LAN, also das Original Diablo 2, nach unserer Retro-LAN, wo wir nur Diablo 2 gespielt haben, 2017 oder wann das war, habe ich tatsächlich auch nochmal versucht, einen Druiden durch Hölle zu prügeln. Ich bin irgendwo bei Level 80. Keine Ahnung. War dann die Motivation weg. Und beim alten Diablo 2, wenn du dann ja vergessen hast, dich einzuloggen. Nach 2 Monaten war ja dein Charakter dann einfach futsch, was ärgerlich war. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so. Wisst ihr das?
wie das in Diablo 2 Resurrected ist, würde mich interessieren. Eine wichtige Änderung, die mir jetzt wieder eingefallen ist, die ich vorher noch erwähnt haben wollte, ist, bei Original Diablo 2 war es der Fall, dass du im Internetspiel gab es verschiedene Modi. Es gab den Ladder-Modus, der dann gerankt war. Und nur in diesem Ladder-Modus konntest du im Hauptspiel damals, oder im Diablo 2 halt, in Lord of Destruction, nur in diesem Modus konntest du wirklich alle Gegenstände, die sich die Entwickler ausgedacht haben, finden und alle Zauberrezepte mixen. Und das ist eigentlich ziemlich dumm gewesen, weil damals hatte ich zum Beispiel keinen Internetzugang und wenn du dann lieber Solo gespielt hast, ist dir einfach Content entfallen. Konntest du gar nicht finden. War gar nicht möglich. Runen nur bis da und dahin und nicht weiter und bla und blub. Ging nur im Internet und nur mit Leather-Charakteren. Danke. In Resurrected ist das jetzt Schnuppe. Egal, ob du da einen Solo-Charakter machst oder einen normalen Online-Charakter oder einen Leather-Charakter, wenn der Leather dann live geht, der ist nämlich noch nicht da, dann hast du den Zugriff auf alle Gegenstände, die sie sich ausgedacht haben. Und das ist halt das Schöne dabei. Es ist halt ein Monster-Klop, Charakterverbesserungsspiel, Gegenstände finden, Musik erleben, toller Soundtrack. Und Deckard Cain spielt eine Rolle. Deckard Cain ist wichtig und wird nicht einfach umgebracht wie in Teil 3. Das habe ich denen nie verziehen. Also ich fand, Teil 3 fand ich die Story, abseits vom Gameplay, dass ich im zweiten Akt Albtraum nicht weiterkam und mit einem Gegenstand aus dem Auktionshaus kämpfen musste und ich mich dabei so schlecht gefühlt habe und nach 70 Stunden Diablo 3 Spielen nicht ein Set-Gegenstand gefunden hatte. Ich wusste gar nicht, dass es Set-Gegenstände gibt. Dann habe ich es nämlich vor die Tür gesetzt. Ich weiß, es ist jetzt ein anderes Spiel. Meine Zeit ist begrenzt. Ich investiere sie jetzt gerne in Diablo 2 Resurrected. Macht's gut, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.